Und damit herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Erstmal kurz ich vergessen, wie das Spiel heißt. Zusammen mit Marina. Hi. Mit Hori. Hallo. Und mit Buggy. Moin. Ich habe die Röschung falsch. Ich habe falsch gemacht. Erst Buggy, dann Hori. Sorry. Ups. Machst du immer eine bestimmte Reihenfolge? Ja. Oh, krass. Eigentlich. Du hast die Namensreihenfolge geschändet. Ja. Du hast gleich geschändet. Das ist viel schlimmer. Ach, das merkt keiner. Die sind schon tot. Die sahen schon immer so aus. Links oder rechts? Ich gebe erstmal nach links. Ich weiß, nach mehr aussieht. Ich muss jetzt einfach was machen. Okay. Warte. Ich komm da sonst. Warum schiebst du mich so ab, Hori? Ich lauf geradeaus, du, ich werde immer wieder nach rechts abgeschoben. Komm mal aber nicht dran, Buggy, wie hast du das denn gebaut? Hori? Ja? Dreh dich mal um. Warum sind die beiden Punkte so weit weg? Was machen die da hinten? Was macht ihr denn? Sorry. Schelle dir noch? Ja, so ungefähr. Hori und ich sind schon. Das kann man so sagen. Das kann man so sagen. Noch ein. Ja. Ja. Geil gemacht, ey. Wir haben ein bisschen Licht gebracht. Oh, sorry, ey. Das ist, ich konnte da nicht umhin, also. Lichtringe. Oh, geil. Endlich totale Romantik hier. Ja. Ja, hier lagen halt so viel Schädel und so rum, ne? Und ich dachte mir so, ach, schad drum so. Die müsste man halt verbrauchen so. Okay. Was wir immer noch nicht gemacht haben, ist, dass man hier was trinken kann aus dem Fluss. Ich weiß nicht, ob ich auch so... Okay. Die baut noch mehr. Wird das absolute Luxus-Candlelight-Dinner mit Mutanten. Ja. Brauchen noch einen Tisch und Stühle. Oh, schön, schön. Wunderschön. Oh. Wir kommen nie wieder hin, Buggy. Ja, schade eigentlich, ne? Jetzt brauchen wir noch einen Esstisch plus Stühle. Komm, jetzt lass uns mal hier. Also Schädel sind hier noch genug, ne? Also. Buggy. Ich hab einen Fisch gefunden, wie so ein Gollum. Wie so ein Gollum. Was sind das für Geräusche? Herrlich. Aha. Ich diese Höhengeräusche hier. Oh. Bisschen fürs Feeling, Leute, ein bisschen. Was fürs Herz. Genau. So tief ist es gar nicht. Oh, jetzt habe ich mich hier auch noch verlaufen. Immer links lang. Doch, sie haben es gepatcht. Man kann hier was trinken. Krass. Hä? Ob du hier trinken willst, das ist so eine Sache, ne? Ja, direkt vorhin bin so ein Arm hinter dir liegt. Da liegen nur so ein Arm, den hau ich mir jetzt auch noch rein. Nam nam. Hier wahrscheinlich, ne? Perfekte Brotzeit. Da liegen noch ein paar Dosen. Ah ja. Energy Drinks. Nee, also das geht so nicht hier, Leute. Also das muss ich Abhilfe schaffen. Oh, Draht. Oh, guck mal. Buggy hat uns die Erleuchtung gebracht. Das kann ich nicht akzeptieren hier. Das geht nicht. Perfekt. Das ist eine Luftmatratze. Ah, noch. Okay. Du kannst nicht mehr tragen, Arme. Okay. Oh, schade. Da muss ich ein paar essen. Aber ich wollte Virginia welche geben. Ja, ich glaube, das geht hier unten auch durch, ne? Ja. Also man kann durchtauchen. Taucht ihr schon oder geht ihr noch außen rum? Taucht ihr schon oder geht... oder lebt ihr noch? Ich bin gerade im Wasser. Ich plansche ein bisschen. Okay. Ein paar Fackeln, ein paar Uhren. Oh, stimmt. Marina, fang. Warte. Ja, warte. Warte.
Weil das irgendwo hingelandet wäre. Erfrischend. Wuhu. Ich kann sogar fangen, das ist kein Scherz. Also das Licht bleibt da, glaube ich. Ja. Die Frage ist jetzt, wo ist unter Wasser der zweite Weg? Hallo, wieso kann ich hier nicht raus? Ah, hier. Also ich glaube, wir müssen hier durchtauchen. Oh, wieder so viele Schädel und so. Okay, meine Richtung geht's weiter anscheinend. Ja. Das ist das, also am Land hat man dieses Seufzen, und das Seufzen nicht, aber dieses, ja. Und jetzt hast du dann hier im Wasser halt Warte mal, war da ein Weg links weg? Naja, wir Hissi und ich sind schon irgendwo anders. Ich weiß nicht, wo du. Doch, wir hatten irgendeinen Weg links. Aber ich baue noch Mollys, ich komme gleich hinterher. Ich hatte gerade einen kurzen Ruck, also wahrscheinlich eine Ladezone. Wir sind draußen. Deswegen Ladezone. Da. Ja, das ist draußen. Hm. Ach, das ist wirklich draußen. Der Mond ist auf. Ja, okay, deswegen ist dieser kurze Leck. Oh Gott, okay. Wo bin ich denn? Ja, das heißt, wir schwimmen wieder rein, oder? Ja. Nein, wo ist denn der Eingang? Ach, da. Balgi, du hast nichts verpasst. Ach so. Ja, ich habe hier oben nochmal ein bisschen dekoriert. Aber schaut mal links und rechts, vielleicht haben wir einen Gang übersehen. Ich bin mir aber nicht sicher. Müsste ja eigentlich, ne? Weil es kann natürlich auch einfach nur der Ausweg sein. Das ist eine komische ja. Höhle, oder? Nee, wir haben ja noch den anderen Weg, ne? Einen anderen Weg? Ja. Oh. Das wusste ich natürlich. Nö, nee, das war's. Ist da auch Sackgasse? Was haben wir denn hier damals gefunden? Das Seilrutschenteil oder die Schaufel? Oder was hatten wir hier gefunden? Taucheranzug, keine Ahnung. Hier. Ach so, der Taucheranzug. Ja, das kann auch sein, ja. Stimmt. Ja, aber wie denn, gesagt, es gibt auch, wie gesagt, auch den anderen Weg. Ja, ich schwimm denn mal Hori hinterher, der weiß das dann bestimmt. Ich war gerade verwirrt, warum hier Licht ist. Glaub, du vertraust dem Falschen. Oh, jetzt habe ich auch das falsche Pferd gesetzt, das gibt's ja bald gar nicht. Hallo? Ach doch, jetzt bin ich hier wieder an der romantischen Laterne angekommen. Üha. Okay, du. Hallo? Wo ging es hier? Ach, da oben. Warte mal, hä? Nee, ist schon richtig so. Gut. Ich warte hier mal drauf auf euch. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Schmeiß die alten Sorgen über Bord. Denn wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitliches ist, dann nimm es dir egal von welchem Ort. Ich hatte so einen Ohrwurm davon vor kurzem. Magi, soll ich dir irgendwie helfen? Huch. Wieso? Ach nee, das ist auf der anderen Seite. Oh shit. Arschbombe im See. Hä, wo müssen wir jetzt lang? Hallo, Harry. Ich sehe es nicht. Achso, ich wollte dir eben die noch Damen den Arm noch hier wegsnacken. Wir können schon mal vorschauen. Ich glaube, das war ja nur ganz kurz der Gang hier. Echt? Ich glaube, das ist nicht weit gegangen. Und dann war da so eine komische Technomauer. Technomauer. Abgrund. Technomauer. Mit so komischen Lichtern, oder? Es gibt immer nur einen Weg. Die Höhle ist sehr linear. Ach, Hiski. Was denn? Wo denn? Okay, mach's gut. Ach du liebe Güte, das sind doch ein paar mehr. Ja. Die Damen brauchen eine Abholung. Ja, bitte. Gegner oder was? Ach so, ja, ach so, wir sollen zu euch kommen, ja, dann wollen. Ja, Buggy. Dann machen wir uns los. Ja, aber ist die Frage, wo? Die sind ja nicht unter Wasser, Buggy. Immer sind noch unter Wasser? Lang. Ach nee, so. Buggy ist jetzt unter Wasser. Buggy. Ach so. Komm da raus. Ja, warte, ich tauche wieder auf. Ach so, ich dachte, ihr habt jetzt im Wasser an den Weg genommen. Nein, wir sind zurückgegangen, aber ich weiß nicht mehr, wie das ging. Ach so, ja, denn. Englischen Wasser, ihr habt euch keine 5 Meter vom Fleck bewegt. Ich muss erstmal rauskommen hier. So, hier hoch denn, oder was? Ah, hier war der. Hi. Ja,
High End. Und dann immer die Lichtfolgen, was Buggy aufgestellt hat. Ja, war doch keine schlechte Idee mit den Fackeln, ne? Verbraucht langes man auch Schweigen. Weniger. Lange Schweigen ist schon mal gut. Idee. Was hat die für einen Scheiß gebaut hier, du freudigen Kram, du? Scheiß Deko, braucht kein Mensch. Gebe ich kein Geld für aus. Hier gibt's es billiger. Oh, wer bist du denn? So ein Nacktmulch. So, Rüstung. Nee, wieso Rüstung? Hä? Ich konnte die nur aufheben. Ihr habt ja Rüstung rausbekommen. Ich kann ja auch nur aufheben, ja. Ganz komisch. Tja. Ist halt so, ne? Okay. Ja, vielleicht ist das halt. Hast du vielleicht voll im Inventar? Warte, jetzt hier oben? Ja, ich hatte kurz das Messersymbol gesehen. Ich glaub, jetzt. Ja, ich auch. So. Wie der mir auch derbe zweimal Rüstung schon wieder weggekloppt hat. Die der Hannes, weh. Ey. Mann, Omete, ey, das ist ja was. Also die wahren Überlebenskünstler in diesem Game sind eigentlich die Fische. Die überleben im Inventar. Die überleben, wenn man die am Trockengestell aufhängt. Oh. Wenn man die isst, dann zappeln die immer noch. Ja, das stimmt. Dein Inventar ist ja sehr feucht. Ach du liebe Güte, das sind schon wieder mehr. Welche? Ja, moin. Los geht die Party. Au. Leider Hannes. Was für ein Fummler, echt? Das muss gerade du sagen, ne? Ich bin vollkommen unschuldig diesmal. Er hat angefangen zu fummeln. Ah doch, wir waren hier schon mal, glaube ich. Ich habe da einen Short draus gemacht, weil ich die Musik höre. Ach so. Ich erinnere mich. Kommt die her? Aus der Decke. Was ist eine andere Musik? So. Schade, nicht mehr Granaten tragen. Nein, ich wollte die Rüstung haben. Stimmt, hier waren wir schon. Ja. Hey, you. Ich lief auch im Bunker. Stimmt. Oh Gott, Babys. Als du gerappt hast? Ja. Boah. Ach Gott sei Dank bin ich aus dem Weg gesprungen, damit Hiski in die Fresse fliegt. Apropos Rap, Hori, wie sieht's eigentlich aus mit deinem Zusammenschnitt der Videos? Ach, ich bin noch gar nicht dazu gekommen. Jetzt halt voll den Arbeitsstress. Aber ich muss mich demnächst mal ranhalten. Ich will wieder mal zu überhaupt irgendwas kommen. Genau. Aber dann war doch hier die Wand, oder? Aber hatten wir da jetzt eine Tür gehabt oder so? Hä? Kommt man hier durch? Nee, oder? Nee, ich glaube, das war's. Okay. Ich weiß nicht mal, was man hier gefunden hat. Komm, hier muss doch irgendwie weitergehen. Also es geht doch gar nicht. Du musst doch hier irgendwie, das muss doch... Irgendwas lag bei diesem vertrockneten Hannes, der hier liegt. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, was... Wenn ihr Mollys sind, wenn ihr Wodkaflaschen sind. Köstlicher Wodka. Mama. Boris mag keinen Schluck Wodka. Ach du liebe Güte, schau dir mal das fette Ding an, was da drin ist. Ja. What the shit, echt? Geht mal ein bisschen zur Seite, bitte. Warte mal, ich geh mal ein Stück weg. Ich glaube, das haben wir schon letztes Mal probiert. Ja, Hori, du bist genau vor meiner Wurf, danke. Ja, ich wollte gerade sagen, Hori, komm da raus aus der Ritze. Okay. Die Ritze ist super hot. Das ist super hot. Scheiße. Oh nein. Ja, wenn ich gesagt hätte, Hori, komm da raus aus dem Loch, dann wäre es genauso gewesen, weißt du? Ist egal, was ich gesagt hätte. Ich war diesmal total unschuldig. Ihr habt mit euren heißen Ritzen angefangen. Aber da gibt's eine Tür. Oh, warte mal, ich will was anderes ausprobieren. Hat mich das Teil gerade erschrocken. Ja, darf ich? Ich will mal kurz was... Willst gucken. Du wieder was, irgendwas?
Jo, was seht ihr denn so da? Unser Endgegner wahrscheinlich oder so. Ich sehe da nichts. Ach, hast du auch mit dem Fernglas? Ach, da. Das wollte oh ich mein auch Gott. Machen. Ach, das ist eine das? Tür. Rechts ist eine Tür. Das heißt, eigentlich müssten wir hier irgendwie dahin kommen. Boah, das muss ich jetzt. Das ist eine grad. Tür. Ich heiße, ja, das ist viel wieder. Es spawnt irgendwie direkt vor uns, vor mir die ganze Zeit, hä? Nein, ich komme nicht aus der Ecke raus, Hilfe! Au! Ach, da war die Sprengung, jetzt verstehe ich. Stimmt, das Ding spawnt einfach alles. Ich komme nicht aus der Ecke raus. Kann jemand hier Sprengopfer retten? Mich? Ja, Marina ist im Weg. Ja. Lass mich, ich muss das Dynamit unbedingt mal ganz genau anschauen. Ja, es ist... Ich habe eine Bombe. Mal Dynamit versuchen. Ja. Ich glaube, da passiert einfach nichts. Ja. Oh. Nee, wir kommen hier nicht durch. Das passiert halt, wenn man in den letzten Löchern rumkriechen muss, ne? Du, aber echt? Das wird mir eine Lehre sein. Ich will da jetzt hin, Mann. Ich kann nicht. So, als könnte man da irgendwie... Warum macht das solche komisch Geräusche, das Stück? Was sollen wir darauf Molly werfen? Ein Stück Schwappel oder was ist da los? Okay, warte. Das zu sprengen, das Ding da vorne, aber. Mit was kombiniert man C4-Ladung? Ach so, nee, jetzt halt. Uhr? Ja, nee, warte, ich hab Platine, da noch. Eine Zeitbombe. Achso, du wolltest keine Zeitbombe herstellen. Achso. Ah, doch. Münzen Dien? Brauchst du denn noch? Klebeband. Nee, tut sich nix. Aua! Nee. Macht einfach nichts. Ach so, jetzt ist meine Rüstung weg. Naja, moin. Warum? Wie? Ich stand nicht im Weg. Ich hab hier hinten gestanden, aber meine Rüstung ist jetzt weg. Also. Ich hab hier hingehört. Hier war das. Und ich stand direkt neben dir. Hä? Ich kann's dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass meine Rüstung jetzt irgendwie weg ist. Aber warum hört sich das so an, als würde man das abgraben können? Vielleicht sollten wir auch gleich mal ein bisschen schlafen gehen, weil... Keine Ahnung. Gibt's eine Spitzhacke oder so im Spiel? Vielleicht kommt man da über eine andere Hülle dann hin. Einige sind ja miteinander verbunden. Aber was verbunden, ist denn geografisch in der Nähe? Ja, dann müsst ihr erstmal rausgehen, oder? Ja. Dann müssen wir erstmal rausschauen, so, oder? So, ist die Frage, wie hier. Ich geh mal immer nur geradeaus, ne? Das ist ja... Aber ich glaube, es gibt auch einen roten Faden. Wahrscheinlich müssten wir jetzt von der Höhle zu dieser Unterhaltungslusthöhle oder sowas, wo immer die ist. Unterhaltungslust. Unterhaltungsbunker. Das ist immer so. Okay, das ist ungefähr so. Hey, you. Ihr müsst mich mal führen. Ich gucke genau in die Richtung, wo das, okay. Oh Gott, das wird jetzt schwierig. Weil das ist ja theoretisch genau hinter mir. Weiter. Du guckst jetzt in eine andere Richtung, ne? Kann das sein? Nein, ich gucke immer in die gleiche Richtung. Das ist scheiß Ohrwurm, so ein Ding, ne? Manometer, ey. Grauenhaft. Weiter. Ich sehe Hori gerade noch neben mir. Okay. Ja, das Problem ist eh, dass wir gleich irgendwo rausklettern müssen. Ja, klar, jetzt muss ich rückwärts laufen. Aber Fledermäuse sind ja schon mal geht so Zeichen. Okay. Jetzt wird er geradeaus. Das ist jetzt hier der Ausgang. Ja, leckt mich fett. Meine Orientierung hat echt funktioniert. Unglaublich. Das erste Mal. Nur was gerade ausgeht, aber es hat geklappt. Also theoretisch bisher ist das immer noch nur hinter mir. Hm. Also zumindest die Richtung davon, ne? So. Ja, und hier sind wir wieder draußen. Ah, das ist. Die ist jetzt hinter mir. Wenn wir jetzt rausgucken, dann nach links. Dann nach links, okay. Nach links, okay. Hm. Okay, aber meinst du... Oh Gott, ich sehe dein Ei. Was denn Ei?
Augen, Eyeballs wollte ich sagen, deswegen so Ei, Ei. Also es ist direkt die Richtung, es ist eine Westen. Ah, warum kann man denn aus dem Meer nicht trinken? Aber wir haben jetzt, warte, nee, das ist Virginia immer noch, die mit dem I. Ich glaube, wir müssten einmal schlafen, oder? Jedenfalls meine Ausdauer oder meine Energie ist. Ja, meine ist auch gering. Die Zeltbeauftragte damit einmal. Ja, hier bei unseren Fahrteilen, damit wir die gleich mitnehmen können. Ja, Moment. Wir können einfach auf dem Strand auch theoretisch weitergehen. Da müssen wir das irgendwann auf der Map sehen, den Unterhaltungsbunker, der markiert ist. Gott, wie dieser Mann erstmal leckt, wenn das Ding setzt. Okay. Problem ist wahrscheinlich, dass es jetzt dann nachts sein wird. Ja, das kann sein. Ist doch total romantisch. Ja. Nicht ohne Kerzenschein. Ja, das ist. Also, mehr ja. Nacht geht ja wohl nicht. Hä? Ist das Zelt kaputt? Hä? Also, bei mir hat sich nichts verändert. Bei mir auch nicht. Bei mir verändert. Auch nicht. Nee. Aber wir haben jetzt ausgegraut. Ja, bei mir auch. Ja, hey, läuft. Was ist das läuft denn? Bei uns. Warum gut, ich seh gerade, wir sind bei der Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst uns ein Like da. Schaut auf jeden Fall auch bei Marina vorbei. Tschö. Bei Buggy. Ciao, ciao. Und bei Hori. Bis dann, ciao. Cheerio.